Montagmorgen, die neue Woche startet durch, das Alsterwerk-Genügen liegt hinter uns und Luisa darf heute Auto fahren. Juhu! Ist völlig aufgeregt, darf heute mich fahren, weil meine Stimme weg ist, darf sie mich heute fahren. Und ja, Alsterwerk-Genügen liegt hinter uns, Zeit für euch, wir haben es ja angekündigt. Ja, wir nehmen euch mal mit auf eine Reise aufs Alsterwerk-Genügen und jetzt gibt es mal die Bilder vom Freitagabend. Das war ein Geiersturzflug und Markus. Beeindruckend waren dann die Samstagsknüller auf der Bühne. Luisa war ja Fahrerin, Luisa war ja Backstage-Fahrerin, hat die Künstler gefahren. Und wer war Samstag auf der Bühne? Wakefield und Rednecks. Ja, seht selbst. Und Sven. Und Sven. Diskutiert schon mit mir, Luisa. Wie ist beim Fahren? Wir sind nämlich jetzt gerade unterwegs zum Sender. Da ist Morgen-Meeting und da treffen wir auch Antje, denn der Bus muss noch ausgeladen werden, weil ja alle Sachen gestern Nacht einfach nach dem Event in den Bus gepackt worden sind. Und man merkt es. Ne? Nee, müssen. Ja, kannst auch gerade fahren. Man merkt, meine Stimme ist weg, hat einen Grund. Freitag und Samstagabend haben wir die Bühne gerockt mit der Alster Radio Live Show und auch das war der absolute Knüller dieses Jahr. Kann man nicht anders sagen. Selbst Luisa hat getanzt. Das ist selten der Fall. Außer bei Marianne Rosenberg sonst. We'll be right back.
So wie in jedem Jahr gab es dann auch wieder abends eine Riesenknallerei. Weil das Feuerwerk ist ja echt der Oberhammer auf dem Alzer Vergnügen. Und dieses Jahr gab es zum ersten Mal so ein Ritual. Es wurde vor jedem Feuerwerk ein ganz besonderer Song gespielt. Ein Song, den auch Luisa total mag. Von Hildegard Knef, Es soll rote Rosen regnen. Die hat es aber nicht geregnet, aber dafür hat es farbliche Nuancen vom Himmel geregnet. Denn das Feuerwerk war auch dieses Jahr wieder der absolute Knüller an beiden Tagen. Donnerstag die 70er, Freitag die 80er und Samstag die 90er. Alles klar. Ich muss ja Auto fahren, ne? Hopp, 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 hopp. Beinahe hätte ich vergessen, wir hatten natürlich noch auf der Bühne KittoCat und KittoCat hat mich tatsächlich fasziniert. Ich sage nur 1,6 Millionen Zugriffe auf YouTube für ihre Subway Session in der Frankfurter U-Bahn und die war bei uns auf der Bühne, es war echt gut. Das war das Alstervergnügen 2016, das war der Tag heute und ich denke mal, wo ist eigentlich Luisa, wo ist eigentlich Stefan? Ja, ich glaube, die sind draußen beim Bus und räumen, glaube ich, den Bus aus. Wir sehen uns morgen früh wieder. So, wir haben jetzt den Bus ausgeräumt nach dem Alstervergnügen. Alles ist raus, es war unglaublich viel drin. Ja, ich habe Shuttle-Dienst 4 Tage lang gemacht, die Künstler hin und her gebracht. Und wo warst du? Ich durfte bei der Bühne sein, bei der Wasserbühne. 4 Tage. Ja. Aber auch rund um die Uhr, ne? Rund um die Uhr. Eieieiei, ich bin rund um die Uhr Auto gefahren, ich kann kein Auto mehr sehen und er stand rund um die Uhr an der Wasserbühne. Wie waren die Künstler bei dir so? Super drauf, also Rednecks hat Gas gegeben, kann ich nicht sagen, hat mir echt Bock gemacht. War wirklich, Rednecks war so mein Favorite. Und bei dir? Naja, ich habe die ja alle rumkutschiert, also man muss sagen, Wickfield, also Sunny, ist eine super liebe Person, die möchte man eigentlich nur knuddeln den ganzen Tag, total pflegeleicht. Rednecks ist ein wilder Chaotenhaufen, würde ich mal sagen. Also so wie sie die Bühne abgerissen haben, waren sie auch die ganze Zeit mit mir unterwegs. Einfach Chaos schlechthin gefühlt. Aber wir haben ja alles geschafft. Wir sind ja wieder vom Hotel zur Bühne und von der Bühne zum Hotel zurück und morgens geflogen. Toi, 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 auf Holzklopfen. Ja, und Gaia Sturzflug war da, die zwei Jungs. Okay. Bruttosozialprodukt. Da haben wir den ganzen Abend mitgesungen. Freitag. Plus Markus war auch noch da. Genau, unser Markus. Die waren auch super, die Jungs. Die waren total nett. Ja. Also wir haben ordentlich was erlebt. Ordentlich haben wir was erlebt. Ja, und jetzt startet die Woche wieder von vorne. Wir können alle nicht mehr. Fix und fertig. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Es ist unser Job. Naja, in diesem Sinne, wir sehen uns.